Ich höre die Axis-Hirsche. Sie haben den Tiger bemerkt. Da ist der Tiger. Schon wieder weg. Ich muss ihn sehen. Mein Name ist Gordon Buchanan. Seit Jahren beobachte ich die gefährlichsten Raubtiere der Welt. Ich studiere ihr Verhalten und es gibt fast nichts, das mir Angst macht. Doch es zeichnet sich eine beunruhigende Entwicklung ab. Raubtiere haben es nicht mehr nur auf andere Tierarten abgesehen, sondern auch auf Menschen. Die Natur gibt uns viele Rätsel auf. Für die Lösung eines dieser Rätsel begebe ich mich auf die Spur von Menschenfressern. Ich bin in Nepal auf der Suche nach einer Serienkillerin, einem Tigerweibchen, das in den letzten 4 Jahren mindestens 10 Menschen getötet hat. Sie heißt Nangara Poti, die Kralle. Ich bin auf dem Weg zum Chitwan-Nationalpark. Ich kaufe Bustickets. In dem Park leben etwa 125 bengalische Tiger. Nangara Poti ist einer davon. Ich mache mich auf den Weg. Zum Chitwan-Nationalpark braucht man mit dem Bus mindestens 7 Stunden. Die Fahrt wird elend lang. Vor 45 Minuten sind wir in Kathmandu losgefahren und jetzt stecken wir schon in einem Riesenstau. Ich habe ein kleines Problem. Das ist ein anderer Bus. Weil wir im Stau stecken, sind wir ausgestiegen, um einen Tee zu trinken. Wir hielten das für eine gute Idee, aber dann kam der Verkehr wieder ins Rollen. Wir dachten, dass es nur ein paar Meter weitergehen würde, aber am Ende waren es 20, 25 Kilometer. Jetzt sind wir in diesen Bus gesprungen und hoffen, dass er den alten einholt, damit wir unsere Taschen und Pässe wiederkriegen. Endlich sitze ich wieder in dem Bus, in den ich gehöre, bei meinen Kameras. Ich bin auf dem Weg ins Terai, der Tiefebene Nepals, die an der Grenze zu Indien liegt. Früher gab es dort viele Tiger. Nepal beheimatete einst die verhältnismäßig größte Zahl an Tigern auf dem indischen Subkontinent. Wie in vielen Ländern Asiens gelten die Tiere auch hier als heilig. Doch genau so, wie sie verehrt werden, werden sie auch gefürchtet. Man schätzt, dass es in ganz Nepal inzwischen weniger als 200 bengalische Tiger gibt. Seht euch die Landschaft an. Hier gibt es kein Fleckchen unberührter Natur mehr. Vor nicht allzu langer Zeit war das alles noch dichter Dschungel, die Heimat der Tiger. Heute können sie hier nicht mehr leben. In den 1950er Jahren beschloss die Regierung, tausende Menschen in dieses südnepalesische Gebiet umzusiedeln. Der Urwald wurde zu Ackerland. Mit der Zunahme der Bevölkerung nahm die Zahl der Tiger ab. 1973 gründete die Regierung dann den Chitwan-Nationalpark, um die Population der Tiger zu sichern. Nach mehreren Stunden staubiger Busfahrt sind wir endlich da. Mit seinen knapp 1000 Quadratkilometern scheint mir der Nationalpark ein perfekter Lebensraum für Tiger zu sein. Es ist wunderschön und es riecht so gut. Eigentlich sieht es hier nicht so aus, als würden sich Mensch und Tiger in die Quere kommen. Aber seit der Öffnung des Parks in den 70er Jahren haben Tiger schon 103 Menschen getötet. Das letzte Mal vor einem Jahr.
a year ago. Das, was in Chitwan passiert, ist ungewöhnlich. Wenige Minuten nach der Ankunft wird es schon gefährlich. Wir werden von dem wilden Elefanten Valentino angegriffen. Durch ihn sind letztes Jahr 2 Männer umgekommen. Offenbar sind Tiger hier nicht die einzige Gefahr für Menschen. Dan Bahadur wird mich durch den Nationalpark führen. Seit der Öffnung des Parks liest er die Fährten der Tiger und er hat über 40 Jahre Erfahrung damit. Keine Ahnung, ob das Zuneigung oder Wut ist. Dan hat auch schon menschenfressende Tiger kennengelernt und Angriffe aus nächster Nähe gesehen. Ich habe schon erlebt, wie Tiger Menschen fortgeschleift haben. Ist das dein Ernst? Von dem Opfer war nur noch die Hälfte übrig. Und dann plötzlich war der Tiger da, ziemlich wild. Er brüllte fürchterlich. Ich kletterte auf einen 13 Meter hohen Baum und der Tiger sah zu mir hoch und knurrte. Dann fraß er weiter. Er leckte den Körper ab, fraß das Fleisch und zerkaute die Knochen. Es klang, als ob er Karotten zermalmt. Ich fürchtete mich schrecklich und hatte das Gefühl, dass ich immer weiter zur Erde runtersacke. Es ist unvorstellbar, einem menschenfressenden Tiger so nah zu sein. Und Chitwan, die Kralle, streift hier gerade irgendwo durchs Gelände. Ich habe schon Tiger in Indien, Russland und Bhutan gefilmt. Aber ich war noch nie an einem Ort, an dem sie sogar Menschen fressen, was hier in jüngster Vergangenheit passiert ist. Das ändert die Sichtweise auf die Tiger dieser Gegend. About these tigers in this place. Menschen gehören nicht zur natürlichen Beute von Tigern. Es muss einen bestimmten Grund dafür geben, dass sich die Tiger von Chitwan, allen voran Nangara Poti, entgegen ihrem Naturell verhalten und Menschen jagen. Nangara Poti ist besonders gut darin. Ich bin auf dem Weg in ein Dorf namens Bagadi. Es liegt knapp außerhalb des Parks und grenzt an Nangara Potis Territorium. Die Dorfbewohner leben am Rand des Nationalparks. Oft sind sie im Revier der Tiere unterwegs, entweder um Gras für ihr Vieh zu schneiden oder um Fisch für ihre Familie zu fangen. Nangara Poti tötete den Sohn dieses Mannes. Der war mit einem Freund am Fluss zum Angeln. Es muss ein Albtraum gewesen sein. Die beiden jungen Männer hielten sich gerade hier am Ufer auf. Plötzlich hörte einer der beiden ein Geräusch. Und als er sich umdrehte, musste er mit ansehen, wie sein Freund von Nangara Poti ins Gebüsch gezogen wurde. Der Tiger hatte zuvor schon Menschen getötet. Während das alles passierte, versuchte der Freund noch Hilfe zu holen. Vollkommen in Panik sprang er ins Boot und schaffte es irgendwie zurück ins Dorf. Er kam mit 40 Leuten zurück und sie machten ordentlich Krach. Sie konnten den Tiger verjagen, aber der junge Mann war schon tot. Sein Sohn war tot. Das Schicksal des Freundes ist nicht weniger tragisch. Wo ist der Mann jetzt? Er starb. Er starb vor Angst. Wirklich? Wie alt war er?
30. Sie waren gleich alt. Dass man einen Tigerangriff nicht überlebt, ist ziemlich wahrscheinlich. Aber aus reiner Angst vor einem Tiger zu sterben, irgendwie muss das ein noch schlimmerer Tod sein, als vom Tiger getötet zu werden. Allein die Tatsache, dass man in der Nähe eines menschenfressenden Tigers lebt, kann einen umbringen. An einem Ort wie diesem bin ich noch nie gewesen. Um zu verstehen, warum die Tigerin zur Menschenfresserin wurde, muss ich mich selbst in ihre Jagdgründe begeben. Früh am Morgen machen wir uns in den Nordwesten des Parks auf. Wir wollen uns einen Eindruck von Nangarapotis Revier verschaffen. Um die Wildtiere nicht zu verschrecken, bewegt man sich am besten auf einem Elefanten fort. Im Herzen des Parks sind nicht nur Axishirsche unterwegs. Schon bald entdecken wir etwas, das sich im hohen Gras versteckt. Wir sehen einen Tiger. Er frisst gerade irgendwas. Man kann nicht erkennen, was. Er wirkt total ruhig und entspannt. Es ist nicht Nangarapoti, sondern ein Männchen, das sich über seine Beute hermacht. Tiger sind die gefährlichsten Raubkatzen hier. Sie haben ein übermäßiges Selbstvertrauen. Die einzige Gefahr für sie sind Menschen und ihre eigenen Artgenossen. Dieser Tiger ist in bester Verfassung. Offenbar mangelt es ihm nicht an Beute. Ein schönes Tier. Wirklich atemberaubend. Das Kätzchen ist selbstbewusst. Es stellt sich die Frage, warum die Kralle auf Menschenjagd geht. Auf der anderen Flussseite liegt die Insel Bandajula, Nangarapotis Territorium. Ich möchte mir den Lebensraum der Tigerin genauer ansehen. Für alle Fälle nehme ich meine Kamera mit. Die Wahrscheinlichkeit, Nangarapoti zu Gesicht zu bekommen, ist gering. Sie wurde schon seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. Wenn es mir dennoch gelingt, eine Aufnahme von ihr zu machen, kann ich vielleicht die Frage beantworten, warum sie zur Menschenfresserin wurde. Oh, look at that. Wir stoßen auf frische Spuren. Es sind die unverwechselbaren Tatzenabdrücke von Nangarapoti. Das war sie. Daher hat sie auch ihren Namen, die Kralle. Wenn ein Tiger einen Menschen tötet, muss herausgefunden werden, welcher Tiger es war. Und wenn er nicht aufzufinden ist, dann sucht man eben nach seinen Spuren. Nangarapoti hat eine charakteristische Lücke zwischen diesen beiden Zehen. Ich habe noch nie Tigerspuren mit so einer Lücke gesehen. Vor 3 oder 4 Tagen ist sie hier am Waldrand entlang gelaufen. Und jetzt ist sie irgendwo da drin. Wir wagen uns in den Wald. Ich bin fast draufgetreten. Kein berauschendes Gefühl, in das Gebiet einer berüchtigten Serienkillerin vorzudringen. Sei bloß vorsichtig, Gordon. Okay, ich bleibe hinter dir. Hier kann alles lauern. Wer Nangarapoti gesehen hat, kann meistens nicht mehr davon berichten, denn die Chancen zu überleben sind gering.
Ein Angriff ist nicht vorherzusehen. Tiger verfolgen ihre Opfer lautlos und bleiben bis zum letzten Moment verborgen. Sie schlagen blitzschnell zu. Das Opfer wird mit einem Biss in den Nacken erledigt. Hier draußen können wir gegen so einen Tiger überhaupt nichts ausrichten. Es ist gut, vor Tigern oder anderen Tieren, die größer und stärker sind als man selbst, Angst zu haben. Aber was bei diesem Tigerweibchen so richtig Panik macht, ist, dass sie vor meiner Stimme keine Angst bekommt, wie es für Tiger normal wäre. Sie hört nur die potenzielle Beute. Die Tigerin hört Menschen und denkt an Fressen. Ich stelle eine Kamera auf. Mal sehen, ob wir Nangarapoti erwischen. Ich werde die Kamera an dieser Stelle positionieren, weil wir hier Tigerspuren gefunden haben. Vor kurzem muss hier einer vorbeigekommen sein. Man kann sich richtig vorstellen, wie ein Tiger aus dem Wald Richtung Fluss läuft und dann hier entscheidet, wo es vielversprechend aussieht. Hier oder da. Es ist schon sehr seltsam, im Revier der Kralle zu sein. Ich habe das Gefühl, von ihr beobachtet zu werden. Als ob sie weiß, dass ich nach ihr suche. Hast du eine Klimaanlage? In Chitwan sorgt vor allem Nangarapoti für Angst und Schrecken. Aber außer ihr gibt es noch andere Serienkiller. Wir sind unterwegs zu einem Camp namens Temple Tiger. Vor 4 Jahren gab es dort einen furchtbaren Angriff, bei dem Menschen gefressen wurden. Wir wollen versuchen, vor Ort etwas mehr darüber zu erfahren. In den vergangenen 25 Jahren haben im Chitwan-Nationalpark mindestens 36 Tiger Menschen angegriffen. Ich hoffe, dass uns diese Angriffe einige Hinweise liefern, warum die Kralle zur Serienkillerin wurde. Hallo, wie heißt du? Ich bin Mann. Mann, das kann ich mir merken. Das Selbstvertrauen des Tigers ist erstaunlich. Hier stehen Häuser, da auch. Ein Haufen Lärm. Aber er hat trotzdem keine Angst. Das Opfer war ein Elefantenpfleger. Der Tiger lag da auf der Lauer. Der Mann lief hier lang und der Tiger griff an. Er hat ihn geschnappt. Genau. Er kam hier als Vierter lang. 3 waren schon an dem Tiger vorbeigekommen und hatten riesiges Glück. Der Tiger lag mit Sicherheit schon auf der Lauer. Genau hier. Er sah den Mann kommen. Was geht in so einem Moment in einem Tiger vor? Er sieht was vorbeilaufen, ein großes Stück Fleisch. Dann kommt noch ein Mensch und dann noch einer. Und dann überlegt sich der Tiger, dass er beim nächsten angreift. Der 4. Mann hatte keine Chance. Man fand eine Schleifspur, Blutflecken und einen seiner Flipflops. Der Mann war sofort tot. Wie Nangarapoti hat auch dieser Tiger mehrere Menschenleben auf dem Gewissen. Der Mann war sein 4. Opfer. Er betrachtete ihn eindeutig als Beute. Die anderen Männer verfolgten den Tiger auf ihren Elefanten, doch er ließ nicht ab von dem Körper. Er hat ihn enthauptet? Ja, komplett. Wenn ein Tiger zum Menschenfresser wird, ist es erlaubt, ihn umzusiedeln oder zu töten. Nach seinem letzten Angriff wurde der Tiger von den Parkmitarbeitern erschossen. Looking at this tiger, I think
Ich kann mir vorstellen, dass der Tiger von seiner Mutter vertrieben wurde und sich auf die Suche nach einem eigenen Revier im Nationalpark machen musste. Es kam zu Reibereien mit Artgenossen. Männchen, die größer waren als er, jagten ihn weiter. Weibchen wollten sich nicht mit ihm paaren. Ein Tiger, der ständig weiterziehen muss, lernt nicht richtig, sich Beute zu erjagen. Das verzweifelte junge Tigermännchen streift umher und wird immer hungriger. Irgendwann bleibt ihm nichts übrig, als Menschenfresser zu werden. Ein Tiger ohne Revier kann nirgendwo jagen. Und wenn der Hunger unerträglich wird, kann es zu unnatürlichem Verhalten kommen. Ist es bei der Kralle genauso? Vielleicht ist ein jüngerer Tiger in ihr Revier eingedrungen und macht ihr das Überleben schwer. Gibt es in Chitwan zu viele Tiger und zu wenig Lebensraum? Ich will mich mit diesen Fragen an Bim Gurung wenden. Er ist Tigerexperte und hat sich über 10 Jahre mit den Angriffen auf Menschen in Chitwan beschäftigt. Wir schätzen, dass die Tigerpopulation seit den frühen 1980ern aufgrund ihres Revierverhaltens etwa gleich geblieben ist. Die Zahl der Tiger ist konstant geblieben, die Zahl der tödlichen Übergriffe auf Menschen jedoch seit 1997 dramatisch angestiegen. Die Karte zeigt, wo vor 97 und nach 97 Menschen getötet wurden. Die weißen Punkte sind vor 97, da passierte nicht so viel. Das sind unsere Aufzeichnungen aus 19 Jahren. Und wie viele Leute sind nach 97 ums Leben gekommen? 65 Menschen kamen zwischen 97 und 2006 um. Es ist beunruhigend. Und wir fragen uns, warum die Todesfälle seit 97 zunehmen. Wie kommt das? Hat sich das Verhalten der Tiger geändert? Ist es Teil der Evolution oder was sonst? Bim hat herausgefunden, dass 1996 von der Regierung Pufferzonen eingerichtet wurden. Landstriche in schlechtem Zustand an der Grenze des Nationalparks sollten sich wieder erholen. In diesen Gebieten durfte die Bevölkerung Feuerholz sammeln, aber keine Bäume fällen. Der Wald sollte sich regenerieren, der Plan ging auf. Hier ist der Park, da die Pufferzone. Die Grenze wird durch diesen Pfad markiert. Ja, das ist die Grenzstraße. Die Grenze zwischen dem Nationalpark und der bewaldeten Pufferzone. Aber für die Tiger macht es keinen Unterschied. Die Menschen sehen natürlich die Grenzlinien auf der Karte. Aber den Tieren hier ist es völlig egal, ob sie auf der oder auf der Seite sind. Woher sollen auch die Tiger wissen, auf welcher Seite wir sie gerne haben wollen und auf welcher nicht? Die Tiger kamen in die Pufferzonen und damit näher zu den Menschen. Das wahre Problem liegt darin, dass in Chitwan mittlerweile mehr Tiger leben, als gut für den Park ist. Was tun die Tiere also? Sie kommen bis an diesen Weg und denken sich, kein anderer Tiger in Sicht, vielleicht wird das mein Revier. Dummerweise nutzen aber auch Menschen den Wald hier. Die Tiger gewöhnen sich an sie und verlieren die Angst vor ihnen. Schon möglich, dass die große Tigerpopulation einzelne Tiere in die Pufferzone abgedrängt hat. Das erklärt aber noch nicht, warum sie zu Menschenfressern werden. Es steckt sicher noch mehr dahinter als ein gemeinsamer Lebensraum. Ich hoffe, in Sauraha Antworten zu finden. Das Dorf liegt an der nordöstlichen Grenze zum Nationalpark in der Pufferzone. Die Pufferzone ist ein 5 Kilometer breiter Streifen Land rings um den Nationalpark. Wald, Ackerland und Dörfer liegen darin. Eines Tages kam ein Tiger, der anscheinend keine Angst mehr vor Menschen kannte, in das Dorf. Okay. Ist das das Haus? Ja. Gehen wir mal hin. Hallo. Namaste. Das ist die Frau des Opfers. Ich brauche so viele Einzelheiten wie möglich über das, was 2004 passiert ist. Also, da war ein Büffel. Hier war ein Büffel angebunden. Der Tiger tötete den Büffel.
Der Mann hörte die Geräusche und lief raus, um im Dunkeln nachzusehen, was los ist. Da war ein Tiger. Der Büffel war hier mit einem Seil angebunden. Wahrscheinlich haben die Hausbewohner gar nicht gehört, wie er getötet wurde. Es ging sehr schnell und leise. Aber als der Tiger versuchte, den Büffel wegzuschleifen, um an einem sicheren Ort zu fressen, merkte er, dass es nicht ging, weil der Büffel ja angebunden war. Der Mann hörte, wie der Tiger versuchte, den Büffel freizukriegen. Und als er aus dem Haus kam, dachte sich der Tiger, das ist leichte Beute, die ich wegschleppen kann. Der Mann war schnell tot. Für die Familie war es sicher schlimm, das alles mit anzuhören, zu wissen, dass dort draußen ein Raubtier wütet und dass der Ehemann bestimmt tot ist. Furchtbar. Horrible and terrifying. Wir sind in der Umgebung des Nationalparks, aber ein ganzes Stück davon entfernt. Der Tiger wurde vielleicht aus dem Park vertrieben und lief auf der Suche nach Nahrung in besiedeltem Gebiet herum. Mit jedem Tag ohne Nahrung wuchs seine Verzweiflung. Der Tiger wurde erschossen und es stellte sich heraus, dass er alt, schwach und sehr mager war. Die Aufnahmen zeigen, dass die oberen Eckzähne kaputt sind und die unteren fast nicht mehr vorhanden. Der Tiger hatte es wahrscheinlich extrem schwer, natürliche Beute zu fangen. Er ist wirklich mager. Er hatte auch gar keine Krallen mehr. Das Tier war am Ende. Das erklärt vielleicht, warum dieser Tiger in den Lebensraum des Menschen vordrang und ihn jagte. Doch das Verhalten der Kralle erklärt es nicht. Das ist das Revier von Nangarapoti, die im Park für Angst und Schrecken sorgt. Seit einem Jahr hat sie keinen Menschen mehr getötet, aber in 3 Jahren davor waren es 10. Warum jagte sie Menschen? Und wieso hörte sie dann plötzlich auf? Vielleicht war sie schwer verletzt und konnte eine Zeit lang keine natürliche Beute fangen. So wurde sie zur Menschenfresserin. Und als sie dann wieder bei Kräften war, jagte sie wieder wie vorher. Vielleicht ist die Frage nicht, warum sie angefangen hat, Menschen zu fressen, sondern ob sie es wieder tut. Sicher ist Hunger ein Grund dafür, weshalb Tiger des Nationalparks wie Nangarapoti Menschen angreifen. Doch das Revier der Kralle liegt innerhalb des Parks und es gibt keinen Hinweis darauf, dass sie krank oder verletzt war. Wieso könnte sie hungrig gewesen sein? Das ist ein großer Nationalpark und man sollte meinen, hier gibt es Beute im Überfluss. Aber die Hauptnahrung der Tiger, die Axishirsche, sind in ihrem Bestand womöglich auch gefährdet. Wilderei ist eine Bedrohung für Tiger und für ihre Beute. Diese Soldaten gehen jede Nacht auf Patrouille und kontrollieren, ob Wilderer unterwegs sind. Die meisten Wilddiebe haben es auf die Beutetiere abgesehen, nicht auf die Tiger. Aber um die Tiger zu schützen, muss man auch ihre Beute schützen. Die Menschen hier wissen, dass das Töten von Tigern illegal ist. Zwar fallen den Wilderern gelegentlich auch Tiger zum Opfer, aber eigentlich haben sie es auf Hirsche und andere Huftiere abgesehen. Was wir hier machen, ist gefährlich. Wir können zum einen bewaffneten Wilderern in die Arme laufen, zum anderen wilden Elefanten und Nashörnern begegnen. Und als Krönung lauert hier irgendwo in der dunklen Nacht ein menschenfressender Tiger. Wir sehen keine Wilderer und auch nur sehr wenige Tiere. Doch nicht nur durch Wilderei wird die Zahl von Hirschen und anderen Tierarten dezimiert. Auch eine harmlos aussehende Pflanze kann Probleme verursachen. Das wächst hier alles? Das überwuchert ja alles. Dan, du kennst das Gebiet hier schon 40 Jahre. Ja.
Und das hat sich hier breit gemacht? Jedes Jahr wird es mehr. Der durchwachsene Knöterich ist keine einheimische Pflanze. Aber er verbreitet sich rasant und gefährdet die Vegetation. Manche Tiere können das zwar fressen, die Pflanze ist aber nicht so nahrhaft wie die einheimischen Gewächse. Das Problem ist, dass die Pflanze hier nicht hergehört und alles überwuchert. Welche Auswirkungen kann das auf die Tiger haben? Sie stehen an der Spitze der Nahrungspyramide. Sie sind auf alles angewiesen, was darunter kommt. Die Pflanzenfresser fressen die Pflanzen und die Tiger fressen die Pflanzenfresser. Diese Pflanze könnte für abnehmende Wildbestände im Park mitverantwortlich sein. Hat sie aber letztendlich auch dazu beigetragen, dass Nangarapoti Menschen angreift? Oder gibt es da noch etwas anderes? Auf dem Rücken eines Elefanten begebe ich mich in den Park. Ich will wissen, wie es um die Versorgung in Nangarapotis Revier bestellt ist. Oben auf dem Elefanten fühle ich mich sicher. Aber bald stoßen wir auf etwas, das das Gefühl ins Gegenteil umschlagen lässt. Das hier sind Kratzspuren von einem Tiger. Daran wird deutlich, was die Tatzen anrichten und wie scharf die Krallen sind. Dieses sehr harte Holz können sie problemlos zerkratzen. Es hängt hier auch noch ein leichter Katzengeruch in der Luft. Tiger sind keine guten Kletterer, aber das machen sie durch exzellente Sprungfähigkeit wett. Man sollte annehmen, dass man auf einem Elefantenrücken sicher ist, aber dieser Baum ist ein kleines Stück höher als ein Elefant. Ein Tiger könnte also, wenn er wollte, mühelos über den Elefanten springen. Fühlst du dich hier oben sicher? Er hat keine Angst. Keine Angst? Na, dann zeige ich dir mal was. Der Elefantentreiber sieht ziemlich entspannt aus. Er hat absolut keine Angst. Aber im Gras lauert ein Tiger. Jetzt hat er Angst. Dieses Video wurde in der Nähe des Kaziranga-Nationalparks in Indien aufgenommen. Wir sind zwar hier in Nepal, aber man kann ja nie wissen. Als wir weiterziehen, fällt uns auf, dass sich die Wildtiere merkwürdig verhalten. Der ist in Gefahr. Ein Tiger würde ihn sofort angreifen. Dann wird uns klar, warum er so nervös ist. Ein Tiger ist in unmittelbarer Nähe. Da ist ein Tiger im Gebüsch, aber es ist so dicht, dass wir ihn nicht sehen können. Siehst du ihn? Ich habe ihn gesehen, aber nicht gefilmt. Er versteckt sich einfach da, am dichtesten Gras. Ob wir ihn noch zu Gesicht bekommen, hängt ganz allein von seiner Laune ab. Jeder Tiger ist anders. Manche sind unerschrocken, manche total nervös. Jetzt ist er im Gras verschwunden. Dieser Tiger wollte nicht gesehen werden. Hast du ihn gesehen? Ich höre die Axishirsche, sie haben den Tiger bemerkt. Wir wagen uns jetzt tiefer ins Dickicht. Vielleicht fühlt sich der Tiger hier sicherer und lässt uns näher an sich heran. Aber hier drin ist es wirklich schwer, überhaupt irgendwas zu erkennen. Auf dem Boden sind Spuren zu sehen. Er ist in die Richtung. Ein großes Weibchen.
Ich habe keine Ahnung, wo es jetzt ist. Es ist schwer, ein perfekt getarntes Tier in dem undurchdringlichen Gestrüpp auszumachen. Wir haben das Tigerweibchen gefunden. Es ist ziemlich aggressiv. Sie hat nämlich zwei Junge bei sich. Sie war ganz kurz zu sehen, die Jungen auch. Aber viel können wir hier nicht herausfinden. Dieses Gestrüpp könnte eine ganze Elefantenherde verstecken. Ein Tiger mit zwei Jungen erst recht. Ein Tigerweibchen würde bis zum Äußersten gehen, um ihre Jungen zu verteidigen. Vor 4 Jahren, als Nangarapoti anfing, Menschen anzugreifen, war sie sicher auch sehr gereizt, denn auch sie hatte Junge. 2008, als sie ihr erstes Opfer tötete, hatte sie 3 Junge. Erklärt das ihren großen Hunger und die Angriffe auf Menschen? Ein Tigerweibchen braucht täglich etwa 5 bis 6 Kilo Fleisch. Und wenn es schon für einen Tiger allein schwer ist, genug Fressen zu finden, dann muss es fast unmöglich sein, 3 weitere Mäuler zu versorgen. Jungtiere bleiben bei ihrer Mutter, bis sie etwa 2 Jahre alt sind. Sobald sie so groß sind wie sie, brauchen sie auch genauso viel zu fressen. Das macht über 20 Kilo Fleisch pro Tag. Aus welcher Quelle, ist egal. Was passiert, wenn ein Junges bei seiner Mutter bestimmte Verhaltensweisen beobachtet? Wenn die Mutter Menschen jagt, sieht das Junge Menschen dann auch als Nahrungsquelle an? Ja, es wurden später Menschen von einem ihrer Jungen angegriffen. Es ist gut möglich, dass es das von seiner Mutter gelernt hat. Nangarapoti hat vielleicht eine ganze Generation von Menschenfressern herangezogen. Und leider besteht die Möglichkeit, dass sich das alles noch einmal wiederholt. Denn die Kralle hat wieder Junge. Das ist gerade die größte Sorge. Sie hat 2 Junge und je größer die werden, desto schwieriger wird es, sie ausreichend zu versorgen. Wird es erneut Angriffe auf Menschen geben? Ich muss wissen, ob Nangarapoti und ihre Jungen genug Nahrung finden. Dazu begebe ich mich wieder in ihr Revier. Ich bin wieder im Territorium der Kralle. Das ist Nangarapotis Insel. Hier ist die Grenze zu ihrem Revier. Auf Elefanten können wir nicht reiten, es wäre zu weit. Ein Auto haben wir nicht, also laufen wir. Ungern. Ich weiß nicht, ob es klug ist, das Revier eines Tigers barfuß zu betreten. Ich hätte meine Laufschuhe anziehen sollen. Mal sehen, ob meine versteckten Kameras die Tigerin und ihre 2 Jungen erwischt haben. Soldaten. Wusstest du, dass sie hier unterwegs sind? Es ging vielversprechend los, aber wir haben nicht ein Bild von der Menschenfresserin oder ihren Jungen. Je länger man die Kameras an Ort und Stelle lässt, desto höher sind die Chancen, interessante Aufnahmen zu machen. Wir lassen sie so lange stehen wie möglich. Ich habe die Kralle leider nicht erwischt.
Aber noch gebe ich nicht auf. Um die Angriffe auf Menschen zu verstehen, braucht man so viele Informationen wie möglich zu den Tigern und vor allem auch Fotos und Filmmaterial. Das ist wichtig. Hoffentlich kann ich irgendwie helfen. Die Arbeit ist wichtig. Ich lasse meine Kameras in Angarapotis Revier stehen. Ich muss wissen, ob sie genug Beute für sich und ihre Jungen erlegen kann. Oder ob die Situation so ist, dass sie bald wieder Jagd auf Menschen machen wird. Hoffentlich lässt sie sich in den nächsten Wochen vor einer meiner Kameras blicken. Ich muss leider die Heimreise antreten. Schweren Herzens verlasse ich Nepal. Aber die Geschichte ist noch nicht vorbei. Einige Wochen, nachdem ich nach Schottland zurückgekehrt bin, erreicht mich ein Paket von Bim. Die Spuren der Kralle wurden in der Nähe meiner Kameras entdeckt. Das ist die Speicherkarte der Kamera, die ich auf Nangarapotis Insel aufgestellt habe. Es ist interessant und sicher ein gutes Zeichen, Hirsche auf der Insel zu sehen. Denn sie sind natürliche Beute für die dort lebenden Tiger. Noch mehr Wild. Es ist ziemlich scheu und hat Junge. Wie ist das wohl für diese Tiere, sich durch das Dickicht zu bewegen und zu wissen, dass überall ein Tiger lauern könnte? Die Kamera hat nicht nur Wild aufgenommen. Es sind auch Menschen zu sehen, die auf die Insel kommen, um Gras zu schneiden. Sie wären wahrscheinlich überall lieber als an diesem Ort. Bestimmt kannten sie auch die Menschen, die Nangarapoti getötet hat. Und sie wissen, dass sie irgendwo umherstreift. Das ist sie. Das ist sie definitiv. Das ist Nangarapoti, die Kralle. Diese Tigerin ist bestimmt für den Tod von 10 Menschen verantwortlich. Bis jetzt wurde sie nur von ihren Opfern gesehen. Wir haben sie erwischt. Diese kurze Aufnahme ist der erste handfeste Beleg von der Kralle. Und auch wenn ihr Gesicht nicht zu sehen ist, liefert das Material entscheidende Hinweise. Sie ist nicht überwältigend groß oder so, eher schmal. Sie wirkt wie ein Tiger, der gerade nicht besonders viel Erfolg hat. Sie trägt was im Maul. Ihr Abendbrot. Nangarapoti versorgt 2 heranwachsende Junge, die bald so groß sein werden wie sie. Dieses kleine Wildtier dürfte für alle 3 nicht reichen. Bei dem Wurf davor wurde die Kralle genau an diesem Punkt zur Menschenfresserin. Ich frage mich, ob so eine verzweifelte, hungrige Tigerin aussieht, die bald wieder Menschen jagen wird. Sie geht in einem kleinen Gebiet auf Jagd, das eigentlich als Pufferzone dient. Doch selbst hier treffen Tier und Mensch aufeinander. Und wenn die Tigerin angreift, und das tut sie nur, wenn sie am Rande der Verzweiflung ist, dann verliert sie vielleicht das, was sie noch dringender braucht als Fleisch: die Hilfe von Menschen.